Hallo und herzlich willkommen bei Kerstin Goth. Ich bin da mit dem Schimschek und es geht heute darum, dass die beiden Kitten auf dem Balkon die Augen entzündet haben. Ich werde halt mehrere Themen ansprechen, aber wir fangen mal heute damit an. Ja, und zwar war ich heute Morgen, ich habe halt draußen geschaut, kontrolliert, ob alles in Ordnung ist und dann habe ich gesehen, dass der auf dem Rücken schläft und dass der halt ganz entspannt war. Ja, und dann habe ich den anderen angeschaut und der eine hatte ein Auge zugeklebt. Ich habe gesagt, da muss ich mal gleich das Mittel holen, meine Creme, die ist Terramycin, weil das hilft ja immer sehr gut gegen diese Krankheiten, wenn die Augen verklebt sind. Ja, und dann habe ich das Auge erstmal mit einem feuchten Tuch sauber gemacht und ich habe ihm dann dieses Terramycin in die Augen gemacht. Dann habe ich den anderen in die Hand genommen und bei dem waren beide Augen verklebt, also bei dem, der dort schon die ganze Zeit geschlafen hatte. Das war natürlich auch in dem Moment für mich eine Überraschung, denn gestern Abend war noch alles gut. Wir haben ja auch das Live gehabt gestern Abend und dass das von der einen Stunde auf der anderen oder vom Abend bis zum Morgen gleich so verklebt sein kann. Und dass man das auch sofort unter Kontrolle bekommt, dass man die halt auch gleich hier hat. Dann habe ich das gleich sauber gemacht und ich habe den, wie gesagt, in die Augen Terramycin gemacht. Das gleiche habe ich eben nochmal gemacht und die Augen waren gar nicht verklebt. Das heißt, das Terramycin ist in solchen Situationen wirklich schon eine große Hilfe, was auch gleich sofort weiterhilft und auch die dafür sorgt, dass die Augen nicht verklebt werden. Ja, und wenn man dann schaut, wenn es den Katzen hier so geht, wie geht es wohl den Katzen auf der Straße, dass die halt immer kranke Augen haben, wenn ich allein an den Schwarzen hier denke und wenn ich da unten bei der bunten Mama die Kitten sehe, das erste, was ich gleich mache, wenn ich da bin, zuerst die Augen kontrollieren. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, weil die halt auf dem Boden sind, weil sie draußen sind, weil sie in der Natur sind, weil die halt das auch geerbt haben oder weil die Mütter nicht geimpft sind. Ich weiß also nicht, wirklich nicht den Grund, warum die Augen verkleben. Der Tierarzt erzählt aber auch mehrere Ursachen, die dafür sorgen können, dass die Augen verklebt sind. Und ich muss ja auch, wenn ich da auch zurückdenke, dass die Kitten von Songül auch sehr verklebte Augen hatten und die kann froh sein, dass wir ihre Kitten hier haben und das auch gleich behandeln konnten. Oder auch die Kitten von Elif damals, die hatten auch zugeklebte Augen, die haben wir auch behandelt. Oder die Kitten von Pepe, die damals ihre Kitten gebracht hatte, die hatten auch alle verklebte Augen. Also die verkleben sich halt und der wirkliche Grund, warum sowas passieren kann, weiß ich leider nicht. Wie gesagt, der Tierarzt zählt sehr viele Sachen auf, meine Wohnung wird ständig desinfiziert, es wird hier regelmäßig sauber gemacht, die Wohnung ist immer sauber, es werden die Näpfe jetzt seit guten 10, 12 Tagen jeden Tag gewaschen und es also jeden Tag richtig gereinigt, sag ich mal so, die Wohnung darf auch immer gereinigt, aber auf alles wird jetzt hier richtig drauf geachtet, gerade bei den ganzen Kitten und alles und daher ist auch alles so im grünen Bereich natürlich. Weil das halt mittlerweile viel mehr Katzen sind als davor. Ich hatte niemals so viele Katzen hier im Haus, so wie ich jetzt gerade. Und daher wird auch viel mehr desinfiziert. Und die Putzfrau kommt auch jetzt öfter nach Hause, um auch hier die Wohnung sauber zu machen. Also mindestens einmal die Woche wird jetzt immer die Putzfrau für eine Grundreinigung auch kommen. Ne? Ja, und ansonsten war ich heute beim Tierarzt. Ich war mit sechs Kitten beim Tierarzt. Ich war mit der gelben vom mit der gelb-roten vom Balkon, ich war mit den kleinen schwarzen, ich war mit ein Auge, mit dem schwarzen mit den kranken Augen und mit Evren war ich auch beim Tierarzt. Der Evren ist jetzt komplett gesund mit unten am Hals, der hat keine, dieses Abszess ist komplett weg, es ist verheilt. Der Tierarzt hat die Drähte weggemacht und der ein Auge wurde auch geimpft, der ist auch richtig wieder gesund und der wurde heute auch dann das zweite Mal geimpft. Und auch unser Schwarzer mit den kranken Augen, der wurde heute auch das zweite Mal geimpft. Damit sind die jetzt alle zweimal geimpft und dann habe ich auch persönlich ein ruhiges Gewissen, dass die halt zweimal geimpft sind und dadurch auch durch viele Krankheiten dann geschützt sind. Ne? Ja, und die beiden kleinen Schwarzen hat der Tierarzt jetzt erstmal nicht geimpft. Der hat ihnen heute eine Spritze jeweils 100 Milliliter Felisarin gegeben. Und der will sie dann zum Wochenende kastrieren. Um auch kastrieren, sage ich, entschuldige, ich verspreche nicht gerade wieder so viel. Der will sie dann zum Wochenende impfen.
Sie und die Gelb-Weiße, also die drei Katzen, die auf dem Balkon leben, die wurden jetzt heute nicht geimpft, das wird dann am Wochenende gemacht. Die haben alle drei Cholesterin bekommen, jeweils 100 Milliliter. Das soll auch sehr wichtig sein und auch gut das Immunsystem stärken. Und der Tierarzt wollte sie heute noch nicht impfen, deswegen hat er das verschoben und erstmal 100 Milliliter Cholesterin gegeben. Das Cholesterin habe ich ja auch von euch Publikum, was sie aus Deutschland mitgebracht hat. Das ist halt gerade bei Kitten sehr, sehr wichtig, auch wenn bestimmte Krankheiten da sind, so wie die Katzenseuche, ist halt das einzige Medizin, ist halt die einzige Medizin, das Cholesterin. Und das bekommt man auch sehr, sehr schwierig beim Tierarzt, wenn da zum Beispiel 100 Personen versucht haben, das zu bekommen, haben das nur 5 Leute bekommen. Man bekommt also nicht so einfach daran, weil das verschrieben werden muss und weil das auch kontrolliert wird in Deutschland. Daher ist es halt immer schwierig, das zu bekommen, aber das Mittel gibt es auch nicht hier in der Türkei und das rettet wirklich Tierleben und wir haben schon viele Katzen hier bei uns allein durch das Cholesterin das Leben retten können. Ne? Wie zum Beispiel die Nicole oder die Corinna oder die Gretel, dass das alles mit Cholesterin gerettet wurden, also die Kinder wurden alle mit dem Cholesterin gerettet. Ne? Ja, und ansonsten habe ich heute noch den Baby-Emino besucht, der hat sich so gefreut, wo der mich gesehen hat. Ich war jetzt ein paar Tage nicht beim Tierarzt und der war im Käfig und hat mich zuerst nicht gesehen, wo ich dann Baby-Emino gerufen habe, dann ist er sofort miauend hochgesprungen, ist sofort zu mir gekommen, er wollte sich sofort von mir kauen lassen und er wollte am liebsten vom Käfig rausspringen. Das tat mir natürlich auch sehr, sehr leid, wo ich ihn dann so gesehen hatte, denn er ist ja auch nicht gewohnt, in so einem Käfig dort zu bleiben und daher habe ich ihn dann doch sehr, 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 sehr lange gestreichelt gehabt und nachdem ich ihn dann gestreichelt hatte, habe ich dann mit dem Tierarzt über seinen Zustand gesprochen und der meinte, dass eigentlich die Ansteckphase von ihm vorbei ist, dass er andere Katzen anstecken würde und er ist jetzt seit 8 Tagen zur Behandlung. Er hat auch die anderen Spritzen alle bekommen und der bekommt bald nur noch einmal am Tag das Getränk gegen die FIP-Krankheit. Der hat hier das trockene FIP und sobald es dann soweit ist, dass er nur noch abhängig vom Getränk ist, was da 45 bis 60 Tage er bekommen muss, dann habe ich mit dem Tierarzt gesprochen, dass ich ihn dann gerne nach Hause holen will und dass wir ihn dann diese Medizin einmal am Tag dann geben bei uns hier zu Hause oder am Laden. Ich will ihn dann noch mit in den Laden nehmen, denn es tut mir halt auch sehr leid, wenn der jetzt noch weitere 50 Tage dort im Käfig bleibt, weil der ist da so, so unglücklich, der Kleine. Und das will ich mir halt dort auch nicht länger anschauen. Ich will ihn dann, wie gesagt, wenn es dann soweit ist, habe ich dann mit dem Tierarzt gesprochen, dass der halt dann auch nach Hause darf und der Tierarzt auch damit einverstanden. Der Fibragerkater ist leider scheu, der bekommt auch einmal am Tag Medizin, aber das soll mal beim Tierarzt bleiben. Vielleicht wird auch dadurch noch sozialer, als der geworden ist. Und einmal am Tag ihm die Medizin zu geben, wäre schon natürlich ein sehr großes Problem. Oder dem Poldi oder hier dem Pelle, egal wie lieb Pelle ist, der ist gerade neben mir. Wenn es dann um die Medizin geht, die man in den Mund geben muss, dann wird er sicherlich auch sehr schnell aggressiv. Aber bei Emino kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, der wird sich die Medizin geben lassen und der Tierarzt meinte, dass es auch für die Tiere schmeckt. Diese Medizin die Medizin schmeckt den Katzen. Deswegen ist es kein Problem, dass sie die halt nehmen. Ne? Ja, und ansonsten ist alles im grünen Bereich. Die anderen beiden Babys, die werden auch alle 2 bis 2,5 Stunden gefüttert und es sieht auch bei denen ganz gut aus. Wir haben dann ab morgen den 9. Tag mit denen und ich hoffe auch wirklich, dass sie durchkommen. Wenn ich jetzt die anderen Kitten, die eine Mama haben, in die Hand nehme, die sind so richtig gefüllt und so richtig dick. Pelle, geh da runter. Und wenn man sich diese anschaut, die sind ja auch schon 9 bis 10 Tage dann jetzt alt und die sind halt immer noch so dünn und so klein, aber da merkt man, dass eine Mama-Pflege natürlich da ganz, ganz anders wirkt immer. Aber was soll man machen? Die Mama auf dem Balkon hat sie nicht wieder aufgenommen und jetzt füttern wir sie und ziehen sie groß und es sieht zurzeit auch alles zum Glück ganz gut aus und ich hoffe, das bleibt auch so. Ne? So, dann können wir mal schauen, was hier alles los ist, was sich alles getan hat. Mama Elif ist gerade zu mir gekommen, wo sie gesehen hat, dass ich hier bin. Und Mama Elif ist eine Katze, die wirklich, aber auch wirklich
die Wärme nicht mag. Es war heute ein sehr, sehr heißer Tag. Die Klimaanlage war immer für sie an, bis um 20 Uhr, bis um 21 Uhr sogar. Da muss ich ja die Klimaanlage auch mal ein bisschen ausruhen. Ich kann ja nicht 24 Stunden laufen, aber ab 21 Uhr ist es ja auch nicht mehr so heiß, wie es am Tage ist. Ja, ich lasse mich doch dein Auge sauber machen, oder muss ich da wieder Creme reinmachen, Elif? Also wie gesagt, der Emino würde dann für die Medizin einmal am Tag beim Tierarzt bleiben, aber da Emino nicht scheu ist und wir ihm auch die Medizin geben können, weil der zahm ist, daher werde ich ihn dann wahrscheinlich nach Hause holen. Ne? So, Mama Elif, dein Sohn kommt bald nach Hause, aber du willst ja mit ihm nichts zu tun haben. Ne? So, ich mache mal das Licht aus, wenn ich gegen die halte. Hier ist unser Stiefkitten. Da ist die Zecke. Da hinten ist Bounty. Hier ist Abby. Da sind zwei Zecken nebeneinander, aber die ist aus dem Weg gegangen, oder kommt sie doch wieder zurück? Hier ist eine ganz, ganz liebe, die Bounty. Und hier ist einmal der Drache. Aber es ist Elif. Was schaust du? Ja, und die Mama hat gerade hier wieder versucht, das restliche Nassfutter zu verbuddeln. Och, wie liegst du denn hier? Na, ich lasse dich mal morgen tagsüber auch raus. Ich mache hier die Tür auf, okay? Das hat vorhin versucht, die Mama zuzubuddeln. Aber hat nicht ganz geklappt. Na Mama, alles klar bei dir? Komm mal her, mein Schatz, komm mal her. Und heute, wo ich da die Kitten behandelt hatte, die haben auch richtig geschrien und die Mama hat sie dann wieder hinters Haus gebracht. Und sieht euch mal hier die beiden Rabauken an, wie sie da liegen. Alles gut, Mama, alles gut, alles gut, Mama, alles gut. Immer zu ihren Kindern. Sie mag nicht, dass ich in die Nähe komme manchmal. Sie will sie von mir verstecken. Sie ist ja nicht scheu. Aber sie hält ihre Kitten fern von mir. Und schaut mal, die haben wieder offene Augen. Die haben vorhin auch Terramycin von mir bekommen. Alles gut, Mama, alles gut. Komm mal her, du süße Maus, komm mal her. Seht ihr, da sieht man, dass die wieder gesunde Augen haben, dass sie wieder auf sind. Und wir sind auch so schön miteinander befreundet, die beiden Geschwister. Na gut, die Kamera will ich nicht länger auf euch halten. Die Mama soll nicht in Panik kommen. Ja, und bei dir, du kleine Hübsche, du hast heute auch deinen Innen- und Außenparasit bekommen und am Wochenende bekommst du dann deine Impfung, okay? Du bekommst deine Impfung, okay? Genau wie die beiden Schwarzen. Und hier haben wir dieses Jahr einer der größten Notfälle. Die sind ja richtige Notfälle, weil die halt ohne Mama nicht einen Tag gelebt hätten. Und wenn man hier sieht, wie viele Tage es jetzt sind, dass wir die hier im Leben behalten können, ne? Wir auch
dass das alles gut geht, auch mit denen. Wie gesagt, steckt sehr, sehr viel Arbeit gerade hier hinter für die ganzen Katzen, dass sie überleben. Und das sieht alles im grünen Bereich aus. Allein hätte man sie mit ihren Babys ausgesetzt irgendwo, die Babys wären definitiv gestorben. Die wären beim Laden sicherlich überfahren. Die beiden hier hätten sowieso nicht mehr gelebt. Diese hier. Oder von diesen zwei Schwarzen muss ich auch nicht viel erzählen. Ihr wisst alle selber, wie knochendünn die waren und wie sie sich jetzt entwickelt haben. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit hinter in den letzten einem Monat, was hier für die Krankenkitten gemacht wurde. Der ist hier kerngesund, der Prinz. Schaut mal, wo der jetzt herkommt. Der ist schon wieder sicherlich am Toben. Der ist hier, als wenn der schon immer hier wäre. Und die Zicke musste gleich natürlich sofort zicken. Ja, und diese anderen Katzen sind halt vom Herbst, vom letzten Jahr, die wir hier im Haus haben, vom letzten Sommer. Aber auf jeden Fall auch Katzen, denen man das Leben gerettet hat. Und Katzen, denen man hier dann auch ein Zuhause geschenkt hat. Und hier sieht man auch die Silvia. Die kommen alle das Propan-Kittenfutter mal fressen. Und die wollen nicht fressen, die wollen gekraut werden. Denn gefressen haben die schon und die kühlen sich ein bisschen ab unter der Klimaanlage. Vor allem die Silvia. Und die Zicke muss natürlich wieder rumzicken. Und die Abby. Und was habt ihr schon wieder gefunden? Mit was spielt ihr hier? Was habt ihr da, dass ihr alle so neugierig seid? Habt ihr was aus meiner Tasche geholt oder was? Ach, ihr spielt mit einer Blüte. Jetzt weiß ich, was hier immer im Bad, was diese Krümelchen sind. Schau mal hier, Mini-Pirat spielt mit einer Blüte. Na, die Zicke, hör auf zu zicken, Zicke, hau ab! Geht ja gar nicht, du haust ja jeden, der an dir vorbeigeht. Und die Kitten von Zongel haben sich auch so gut getan. Und ein Auge auch. Ein Auge ist ja auch hier, schaut mal. Evren ist beim Futternapf. Der geht sich stärken. Und schaut mal, wer hier auf meinem Nachbarkissen hier schläft. Ich habe doch das Kissen extra hochgestellt, damit ihr euch nicht rauflegt, und schaut mal, ihr habt es wieder runtergeschmissen und dich einfach raufgelegt. Mein Schatz, du wurdest heute zum zweiten Mal geimpft, ne? Der läuft tagsüber vor mir weg, sobald er mich sieht. Was heißt weglaufen? Er flitzt weg.
Und am Abend hat er keine Angst vor mir. Du bist mein Schatz. Ich mag den so sehr. Der ist so lieb, der ist so unauffällig. Ich glaube, den mache ich aber auch bald ein Halsband rum. Falls mal was passieren sollte, dass man weiß, der gehört zu mir. Denn seine Augenbehandlung ist noch nicht abgeschlossen. Die weiße Hornhaut wird wahrscheinlich noch runtergezogen, also da muss er auch eine kleine Operation hinter sich bringen. Aber da muss man warten, bis er ein bisschen wächst, meint der Tierarzt. Die Entzündung ist aber weg. Man sieht auch, dass es weiß und nicht mehr rot. Und er bekommt zurzeit von mir nichts mehr in seine Augen rein. Alles gut, mein Schatz. Ich mag den so sehr. Der ist so lieb. Elfrin ist auch eine eigene Katze für sich. Und der ist auch wieder gesund. Da hat er eine ganz, ganz dicke Verletzung am Unterkiefer. Ich glaube, das war die schlimmste Verletzung. Zick, hör auf rumzuzicken. Ich glaube, der hat die schlimmste Verletzung gehabt, die ich dieses Jahr gesehen hatte. Sein Unterkiefer war ja richtig aufgepumpt wie ein Frosch. Und meine Katja, du wirst immer gehauen, ne? Alle gehen auf dich los. Versteckst dich da oben, mein Schatz, ne? Immer muss ich dazwischen gehen. Wo ist Drache? Wo ist Heidi? Wo ist Stiefkitten? Diese drei hauen dich immer, ne? Und Zongel. Zongel verjagt dich auch mit ihrem einen Auge. Die arme Katja. Und schau mal, die Zicke zickt sogar auch mich an hier, dass ich sie krauen soll. Die zickt meine Hand von an. Ich habe das gar nicht mal gemerkt. Seht ihr das, wie sie rumzickt? Sie kraut mich, sie zwingt mich dazu. Du Stück Pommes. Und gestern wurde die Katja so gehauen, so vertrieben, die Arme, dass sie hier war. Oben auf der Klimaanlage da drüber, wie sie da auch immer rüber gekommen ist. Die ist wahrscheinlich von da darüber gesprungen. Die wird halt richtig gemobbt von den vier Katzen. Von Songül, von Drache, Heidi und Stiefkitten. Und von dir wird jeder gemobbt. Da brauchen wir kein, dich brauchen wir nicht zu erwähnen, Zicke. Du zickst jeden an. Na, jetzt hat ein Auge sich die Knospe gemopst, weil mir die Pirat müde geboren ist. Soll ich dich da oben streicheln? Ach, komm mal her, meine Süße. Komm mal her, Katja. Du willst gerne, dass ich dich kraul, ne? Dann komm doch da runter. Komm, ich kraul dich hier unten ein bisschen. Komm. Ach, Katja. Ich habe Angst, dass die abhaut, so wie Corinna und so wie Biscuit. Ja, alles gut. Fall da nicht runter. Ja, was habe ich gesagt? Fall nicht runter. Und schon bist du runtergefallen. Komm her. Keine Angst, ich bin hier. Zick, hör auf zu zicken. Lass sie in Ruhe. Ich hab gesagt, fall nicht runter, Katja. Also Katja ist auch ein kleiner Tollpatsch, das kann ich euch sagen. Alles gut mit dir, ne, Katja? Dabei ist sie so lieb, die tut niemandem was.
Und wenn ihr mich die Nacht nicht schlafen lässt wieder, dann mach ich die Tür zu. Das zeigt im Voraus ein Auge. Der ist auch so anhänglich. Und hier ist nur das Gelieger von Zongül. Die anderen Schlafplätze sind noch leer, das heißt, die anderen sind noch draußen. Ich mache den hier am Abend die Tür auf, damit die raus können. Na, Efren, lauf nicht weg von mir. Ich tue dir nichts. Pünktchen. Pepper. Und die Zicke folgt mir auf Schritt und Tritt. Das kennen wir ja von der. Und das einmal Stiefketten. Peanut, Lucifer, Sylvia, die Bunte, Hira und wer ist der andere? Prinz. Seht euch mal den Prinz an, den Warmduscher. Und Emil ist da oben. Na, Emil? Na, lauf nicht von mir weg. Noch müsst ihr nicht rein. Keine Sorge. Nicht, lass sie halt. Jetzt ist da was runtergefallen. Na, Pirat Junior, du strengst dich auch schon an, ne? Dass du hier noch mitspielen kannst, aber. Songül, lass den Sonnenschirm in Ruhe. Der ist für euch für den Morgen gedacht. Jetzt kommt Lilly. Efren hat sich aber auch wirklich sehr gut getan. Und da kommt unsere Nervensäge. Nervensäge, du hast so ein hübsches Fell bekommen. Komm mal ein bisschen näher, dass das Publikum dich sehen kann. Schau mal, wenn du deine Spritze bekommen hast, wie gut du ausschaust. Du bist eine richtig hübsche. Schau mal, wie schön die Nervensäge ausschaut. Seht ihr das? Völlig anderes Gesicht, ganz schönes glänzendes Fell, sie kann sich putzen. Nicht wahr, Nervensäge? Nein, Nervensäge, du musst mal wissen, wie das Publikum sich Sorgen um dich macht. Na Teddy, warst du wieder auf dem Dach? Warst du wieder auf dem Dach, Teddy? Du, das rote Halsband steht dir aber auch richtig gut, Teddy, das muss man sagen. Und wo geht Zongül mit ihrem Baby hin? Schau mal, wie ihr ihr folgt. Zongül! Nicht weit weggehen. Und jetzt Teddy. Teddy ist schon ein ganz, ganz Neujähriger. Jetzt sind aber irgendwie alle Kitten rausgekommen.
Lucifer ist da hinten. Sogar die Zicke ist dabei. Die will wahrscheinlich wieder jemanden anzicken dorthin. Schau mal, neben dem Baum ist gleich die Zicke da. Seht ihr, die zickt rum. Die hat gleich den Lucifer angezickt. Und schaut mal, wie süß Hira und Emi, die beiden Geschwister, da spielen. Zicke, hör auf zu zicken, du zickst heute alle an. Jeder, der an ihr vorbeigeht, schaut mal, sie haut richtig zu. Was ist das für eine Zicke, wirklich, ey? Die haut jeden, der an ihr vorbeigeht. Schaut. Sind Hira und Teddy. Ich meine Hira und Emil. Psst, 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 psst. Geht nicht so weit weg. Die Zecke zieht hier echt alle an. Ey. Der Efren ist da. Und der Prinz, der war nicht eine Stunde eingesperrt, der war immer draußen. Da kommt jetzt die Zicke. Na, hast du einen aufs Auge bekommen? Hat jemand zurückgehauen? Was ist mit deinem Auge jetzt? Komm mal her. Na, alles gut mit dem Auge, ne? Und schau mal, die zickt auch überall herum. Und ich finde es auch ganz schön, dass die hier rumtoben, rumspielen. Auch wenn es zur Zeit in der Nacht ist. Ich mache ihnen halt hier die Tür auf und wenn die müde sind, kommen die auch rein. Das Tor mache ich dann auf. Dann kommen die hier raus und toben und spielen. Die haben hier so viel Fläche, ein bisschen Rasen, Bäume. Und schau mal, hier sieht man wieder, wie sehr Katzen Rasen mögen. Und wenn ich da zurückdenke, wie Hira, Emil und Teddy waren, als sie zu mir kamen, also wenn ich mir die ersten Videos anschaue, wo sie damals zu mir gekommen sind, wie es denen ging und wie es denen heute geht. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, der Mann war schon komplett verdreht von denen. Die haben, also die Hira hat auf jeden Fall die Wärmflasche gerettet. Und schau mal, wie sie heute schön hier mit den anderen spielen. Ich bin sehr froh, so das zu sehen. Und da kann man wirklich sehr, sehr lange zuschauen. Die Kinder von Songül hatten ja auch sehr kranke Augen. Die musste man ja auch tagelang behandeln. Wenn man für sie nicht da wäre, dann wären sie genau wie die Mama. Wahrscheinlich blind und heute nicht mehr am Leben.
Ja, und wenn man jetzt auch selber, ich denke halt selber zurück, also jedes Kind, was dort in Not dazu kommt, bringt neue Erfahrungen auch mit. Für mich. Man wird halt auch mit der Zeit immer erfahrener, dass man da ein krankes Kind hat. Und was man da noch alles machen muss. Oder wie man reagieren muss. Oder wann es sofort zum Tierarzt muss. Das macht halt die Erfahrung, ne? Mit der Zeit. Die Petra vom Herbst, die hat sich auch super entwickelt. Und da sieht man Lucifer. Na komm, ein Auge, komm. Na, Stiefkind, traust du dich auch mal vor die Tür? Ja, und der Sonnenschirm ist auch wirklich in der Früh super, wenn der hier diesen Bereich dazu deckt. Genau hier. Dass auch das Futter und das Wasser geschützt ist. Hier sieht man das zweite Katzenklo mittlerweile. Ja, und Arno ist müde geworden. Arno ist in seiner Ecke. Na, Nervensäge, so eine richtige Angst hast du auch nicht vor mir, ne? Ich habe hier vorhin der Nervensäge den Napf voll gemacht und hier hingelegt, damit sie fressen kann, weil sie auf der Seite war. Da hast du nur wieder Freunde, Nervensäge. Es gibt auch Katzen, die sich von alleine wieder heilen. Zum Beispiel der Trump, der war jetzt in den letzten 4 Monaten oder so, war der nur einmal zur Spritze, glaube ich, wenn ich da richtig zurückdenke, wegen seinem Asthma, was der hat. Aber er tut nicht mehr husten oder so. Werden sie etwa auch mit der Zeit selber gesund? Und bei der Nervensäge hat ja auch eine Spritze sehr lange gehalten gehabt. Eine, die immer sehr schlimm aussieht, ist die hier. Ich glaube, bei der ist es auch bald wieder so weit. Musst du bald wieder zur Spritze? Dein Mund gefällt mir nicht. Du bist immer so dunkel. Am Mund. Ach, Teddy. Du bist so ein süßer Schatz, so ein süßer Schatz. Dich wollen so viele Leute haben. Aber dich bekommt dich keiner, Teddy. Na, die hüpfen und spielen und machen und tun hier. Und der Prinz ist hier schön am Chillen, ne? Ja, dann gehen wir mal runter. Die tun hier sicherlich noch ein bisschen. Und Petras neuer Schlafplatz ist hier unter dem Katzenhaus, hier nochmal nebenbei.
auch da. Nesthongel. Keine Angst, Schwarzer. Und hast du dich wieder da oben versteckt? Hier haben die auch Futter, Nassfutter. Das Nassfutter ist schon weggefressen. Ich habe den vorhin um 24 Uhr nochmal Nachschub gegeben, aber da ist noch ein bisschen was drin. Die bekommen hier dreimal am Tag Nassfutter. Und die bunte Mama und ihre Kitten sind draußen. Das heißt, die fangen auch an zu spielen, aber die Kitten, der Schwarze ist gerade reingelaufen, der Gelbe ist noch draußen. Lauf nicht weg, Weißer. Gelber, zack, zack, ist der weg. Du brauchst nicht so einen wuscheligen Schwanz zu machen. Du brauchst hier nicht einen auf großen, starken zu machen. Und der Schwarze ist hinterm Gitter. Ach, schon mal, wie der mich anschaut. Du musst mich doch schon kennen. Du süßer Spatz. Du musst mich doch schon kennen hier. Ich habe das jetzt extra gezoomt, damit ihr das auch erkennen könnt. Und Poldi geht dort hinten, schaut mal an der Treppe. Der hat mich jetzt gesehen und der läuft gleich weg. Passt auf, da ist der. Seht ihr den? Zack, ist Poldi. Hier, bunte Mama. Mich so süß an. Der Schwarz ist dahinter. Gut, dann haben wir jetzt sie jetzt kontrolliert. Und die bunte Mama hört, dass dort hinten Kinder sind. Und ist gleich vorsichtig. Ich muss mal kurz zum Auto gehen. Und das kann ich halt nur jetzt von hier unten aus machen. Denn ich habe im Auto Terramycin Creme gekauft für die Kitten. Die habe ich im Auto. Oh, und die bunte Mama hat gerade richtig eine Katze verjagt. Ich weiß nicht, wer das ist, der da gekommen ist, aber die bunte Mama hat richtig eine verjagt. Die passt da so richtig auf die Kitten auf. Und ich habe die Terramycin im Auto vergessen. Und die Kitten waren halt alle draußen. Und wie gesagt, dann gehen wir halt im Video. Na, Biscuit? Wie geht's dir, mein Schatz? Wie geht's dir, Biscuit? Alles gut. Alles gut, Biscuit. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, Biscuit, hab doch nicht so eine Angst vor mir, Biscuit. Alles gut. Alles gut, Biscuit, komm her. Komm her, Biscuit, komm. Das ist auch eine Katze, die von zu Hause weggegangen ist, weil sie immer gemobbt wird. Die freut sich aber so sehr, wenn sie mich hört.
Das ist auch die Tochter von Pepe, die Enkeltochter von der Nervensäge. Na, kommst du mit Biscuit? Ja, alles gut, Biscuit. Ich mag dich doch auch, Biscuit. Warum traust du dich nach Hause? Komm, komm zu mir ins Schlafzimmer, da kann dir keiner was tun. Hab doch nicht immer so eine Angst. Aber was ist, Biscuit? Du lässt dich nicht mal von mir anfassen. Du lässt dich nicht mal von mir anfassen. Aber du willst immer in meiner Nähe sein. Ja? Ja, da hilft wirklich nur ein Riesenplatz. Und Gretel, was machst du hier? Ah, nee, du bist nicht Gretel, oder? Ach doch, bist du Gretel. Komm mal her. Wir haben dein Video geteilt gehabt, wie du als Kitten die Kamera angegriffen hattest. Bist auch eine, die Biscuit mobst. Mobst. Komm, Biscuit, komm, wir gehen mit dir spazieren. Gell, Biscuit? Gell. Jetzt ist gerade keiner hier, komm. Wir gehen in die Richtung, komm. Wer bist du? Wo kommst du denn her? Ich kenne dich aber nicht. Du bist auch kastriert. Und du scheinst ein Problem mit Biscuit zu haben. Gell, Biscuit? Gell, Biscuit, gell, komm. Was habt ihr alle für ein Problem mit Biscuit? Warum greift ihr sie alle an? Hau ab, weg mit dir, weg. Weg, habe ich gesagt, weg. Komm, Biscuit, komm. Komm, wir gehen ein bisschen spazieren mit dir, Biscuit, gell? Gell. Komm. Nee. Die wird gleich angegriffen. Unmöglich. Das arme Tier. Und Lady Di ist auch hier ein Parkplatzmädchen geworden. Ist auch immer hier. Ja, ich wusste, dass ich es hier habe. Ich hab's mir in die Hosentasche gepackt gehabt, das Terramycin. Für die Kitten. Ich hab's dann hier doch im Auto gehabt. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht habe ich das im Laden vergessen. Aber nee, ich hab's doch hier. Alles gut. Und hält sich hier jemand auf von den Katzen? Ist jemand hier? Ne? Na, Fistik, bist du hier?
Hier ist ein Platz, wo man mit den Hunden Gassi gehen kann. Das hat die Siedlung hier gebaut, damit die Hunde nicht mehr überall hinmachen. Und hier hat 80 Quadratmeter Platz für die Hunde hingemacht. Und wer ist da oben? Welche Katze bist du? Wer bist du? Ach Thomas, was machst du denn da? Was machst du denn da? Kommt runter. Ihr freut euch so sehr, wenn ihr mich seht, aber ihr wisst doch, wo ich bin. Ich bin doch zu Hause. Um die Uhrzeit, Thomas. Jetzt läuft mir vor die Füße fistig. Unmöglich. Na Thomas, freust du dich auch, ne? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Dich auch fistig. Jutta, was macht ihr hier? Spielt ihr Fußball oder was? Was ist noch alles hier im Sportplatz? Na Jutta? Wer ist noch da? Pirat, du bist ja auch hier. Mann, der Pirat ist auch hier. Wer ist noch da? Pss, 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 pss. Nee, das war's. Jutta, Thomas, Fistek und Pirat. Haben wir jetzt hier gesehen. Und gestern hat sich die Stefanie hier aufgehalten. Ich bin gespannt, ob sie wieder hier ist. Jetzt kommt Starschein gleich. Vier Katzen hier aufgesammelt. Aber glaub mir, die sind alle wegen den Kitten außer Haus. Aber die wissen zurückzukommen, auf die muss ich nicht warten. Na, hier brennt ja noch richtig Licht in der Cafeteria. Sitzt da einfach noch jemand. Ja, vier Katzen sind da. Erstgeborener war gestern spät zu Hause. Das war ja, wo ich noch die Kitten gefüttert hatte. Ja, und ich weiß, wo Nicole sich aufhält. Ich weiß, wo Polly sich aufhält. Ich weiß, wo Biscuit sich aufhält. Das sind die, die kaum nach Hause kommen. Aber ich weiß nicht, wo Corinna sich aufhält. Ich weiß nicht, wo Frosch ist. Aber wenn die gehen, dann gehen sie. Lass ich mal hier rufen. Vielleicht ist sie hier. Meine Katze, jetzt sind nicht so viele dabei. Schau mal hier. Aus dieser Lücke sind die rausgegangen.
Da ist gleich das Allegria Hotel. Neben mir das Tide Sun Hotel. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass hier das Heaven Beach auch auf hat. Die ganzen Apartments, die ganzen Hotels. Und dass sie da halt angefüttert werden. Und hier ist nichts. Aber hier wird schon mal die Corinna gesehen. Na komm, wir gehen hier weg. Hier ist keine. Ich hatte ja mal den Messhut. Und bei Messhut weiß ich, dass er hier unten lebt. Etwas gehört. Ja, und Nicole ist jetzt bei einer Familie, die für 5 Wochen da ist. Da weiß ich jetzt, wo Nicole sich aufhält. Und ich wollte gerade sagen, die Sylvia ist nicht hier, weil die Sylvia zu Hause war. Aber ich glaube, da kommt gerade Sylvia. Die hat hier auch ihren Bereich, wo sie hinkommt. Schau mal, die Sylvia ist hier an der Ecke am Straßenende. Na hier, schau mal, hier ist Sylvia. Na Sylvia, wunderst du mich, dass du mich hier siehst? Ja? Und hier sieht man die Mutter vom Freund. Die bunte da unten. Und da sieht man den Freund, der so auf der Mauer schläft. Und Stefanie kam gestern von hier. Ja, ich glaube, die Katzen sind alle reingegangen. Jetzt bleib mal drin, okay? Ihr habt genug getobt. Ich
weiß jetzt nicht, was los war, aber irgendwie waren wir weg. Jetzt sind wir wieder da. Kira, kommst du mal bitte her? Das reicht, jetzt kommst du rein. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, Kleiner. So. Du gehst auch mal rein. Ach, Teddy. Ich dachte, ihr wärt alle schon drin. Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Hätte ich gedacht, dass ihr drin seid. Komm her, Hera. Komm her. Komm sofort her. Es gefällt mir nicht, dass du wegläufst. Elfren ist ja auch noch draußen. Na super. Komm her, Elfren, komm. Na super, da sind noch so viele draußen. Ich dachte, die wären alle drinnen. Die sollen die Tür wieder aufmachen. Da sind noch vier Stück draußen. Und zwei von denen wird nicht einfach zu fangen. Na, Stefanie, du bist ja auch da. Naja, die gehen ja nicht weg. Die brauchen nicht traurig zu sein. Ich mach die Tür auf, dann spiel noch eine halbe Stunde, okay? Kein Problem. Na Stefanie, wo kommst du her? Na dann tobt noch ein bisschen, dann werdet ihr gleich müde. Das ist sicherlich der Endspurt hier. Ich bin gleich alle müde. Jetzt kommt der Pepper. Pünktchen. Fristik liegt hier, ganz K.O. Nee, so weit geht ihr bestimmt nicht. Das versuche ich immer zu vermeiden. Da muss ich einfach sauer werden. Raus hier, raus vom Garn hier. Raus hier, das mögen die Nachbarn nicht. Das ist alle in die Richtung, super. Ne, ein Auge, ne.
Song gehört, deine Kidney da wegzubringen. Hier ist keine von den Jungen, ne? Nee. Das sind alles die Erwachsenen, super. So, und wenn jetzt die Kleinen hier raus sind aus dem Garten, mache ich jetzt hier die Tür zu, damit die da nicht mehr reingehen. So. Die sollen halt nicht in die Gärten gehen, ne? Da flitzt er mir vorbei. Der Gelbe von Zongel. Ja, der will zu seiner Mama. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie süß Zongel sich noch um ihre Kinder hier kümmert. Das wird keine andere Mama machen. Stefanie, muss ich hier sauer werden? Hört auf, sie darüber zu locken. Ach, Stefanie, die denkt auch, was machst du hier? Warum bist du sauer zu mir, denkt sie sich. Die hat ja keine Angst vor mir, die süße Stefanie. Mit den Leckerli sind die gleich alle gerufen. Ganz gleich Rassel drinne. Ja, Hira. Und sieht euch mal Mama Elif an, wie süß sie da liegt. Richtig süß. Nicht wahr, Mama Elif und der Drache? Lass euch morgen mal hier raus, okay? Ich mache mal morgen die Tür auf, dann könnt ihr mal hier drin ein bisschen toben. Dann ist das Tor auch zu. Okay? Ihr müsst auch das Haus allmählich ein bisschen kennenlernen. Okay? Morgen früh lasse ich euch hier raus. Ja, und somit haben wir heute gesehen, dass es den Kitten alle ganz gut geht. Es wurden heute Impfungen gemacht. Die Augen sind behandelt von den Notfallketten mit der Mama. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.